Im Jahr 2002 betrat ein Film die Kinoleinwände Deutschlands, der zunächst vielversprechend erschien, jedoch die Erwartungen lange nicht erfüllen konnte. Dennoch konnte er Einnahmen von 98 Millionen Euro für sich beanspruchen, was bei einem vergleichsweise kleinen Budget von 13 Millionen US-Dollar wirklich als Erfolg zu gelten ist. Mit einer Bewertung von 7,1 auf IMDb und 3,3 auf Letterboxd erhielt er doch schon ordentliche Anerkennung, wenn auch nicht die erhoffte. Es handelt sich um ein spannendes Kammerspiel, das mich für 81 Minuten in meinem Heimkino, auch in meinem neuen, gefesselt hielt. Dabei ist es bemerkenswert, dass ausgerechnet der Regisseur, der das Batman-Franchise für rund ein Jahrzehnt ruhen ließ, gemeinsam mit den talentierten Schauspielern Colin Farrell und Lawrence Fishburne diesen packenden Thriller inszenierte. Die Anwesenheit von Katie Holmes als Nebendarstellerin sorgte zusätzlich für Aufsehen und sorgte damit zusätzlich für Aufmerksamkeit. Die Handlung, die sich um einen roten Punkt auf dem Kopf eines Eventmanagers, eine Straße in New York und eine Telefonzelle dreht, mag auf den ersten Blick unscheinbar wirken, entfaltet jedoch eine faszinierende Dynamik und Tiefe, die den Zuschauer von Anfang bis Ende in ihren Bann zieht. Wer mich schon lange verfolgt, der wird wissen, dass es sich hierbei um den packenden Thriller Nicht Auflegen dreht. Nicht Auflegen ist zweifellos ein Film, der mehr Aufmerksamkeit verdient. Seine Spannung, überraschenden Wendungen und subtile Komplexität machen ihn auf jeden Fall zu einem Film, der noch extrem lange in deinem Kopf nachhallt. Denn auch du wirst dich fragen, was würdest du in diesem Moment tun? Wer auf der Suche nach einem packenden und kurzweiligen Thriller ist, auch natürlich wegen der 81 Minuten, der nicht nur unterhält, sondern auch zum Nachdenken anregt, der sollte diesem Film unbedingt eine Chance geben und deshalb mein Spotlight auf Nicht Auflegen.